Und ich freue mich jetzt, dass wir als Nächsten den Rüdiger hören. Wie gesagt, das Thema wird Außenpolitik sein. Er bewirkt sich für weitere Listenplätze. Ein großes Thema. 2 Minuten für dich. Wir freuen uns. Cool. Wenn immer ich mich irgendwann vorstellen muss, dann möchte ich gerne ein Zeichen an einer Wand malen. Und zwar ein Fragezeichen. Das ist das, was mich wahrscheinlich sehr viel mehr erklärt und was mehr über mich sagt, als wenn ich jetzt einen großen tabellarischen Lebenslauf abmache mit ganz vielen Punkten und Stationen. Ich bin Journalist und Filmemacher und habe das große Recht, dass ich überhaupt hauptberuflich mich mit den Fragen auseinandersetzen darf. Ich kann durch die Welt reisen und treffe sehr, sehr viele Leute, gucke mir viele Sachen an und frage mich, wie verhalten sich eigentlich die Menschen? Wie gehen sie miteinander um? Wo gibt es Probleme? Überall dieses Fragezeichen, was mich immer begleitet. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen, ob ich manchmal Interviews mache mit Kanzlern, mit Präsidenten, ob ich mit Piloten unterwegs bin durch Papua-Neuguinea oder mit Orgelbauern in Tansania. Das sind immer super spannende Menschen und immer gibt es die große Frage. Das ist einmal der Punkt in meinem Leben, das Fragezeichen. Das zweite Fragezeichen ist, dass ich mit Leidenschaft Philosophie studiert habe und immer noch Philosophie unterrichte an verschiedenen Hochschulen. Und auch da ist ja das Fragen die eigentlich spannende Sache. Die Antwort interessiert uns gar nicht, sondern die Frage. Und das sind die Punkte, die mich letztendlich dazu gebracht haben, auch in die Politik zu gehen, weil ich finde, auch hier gibt es ganz, ganz viele Fragen, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu gucken. Und dieses Fragen impliziert natürlich auch das Zuhören. Also wir müssen bereit sein, finde ich, zuzuhören, sorgfältig zu prüfen, nicht schnell einen rauszuhauen, sondern dann qualifizierte, vernünftige Lösungen anzubieten, die sich aber erst dann bieten, weil wir sozusagen zugehört haben. Das Thema Außenpolitik ist natürlich super spannend, super groß und für mich würde ich das auch mit Fragen beginnen. Wie können wir es schaffen, dass wir konsequenter, dass wir klarer wahrgenommen werden? Wie können wir sozusagen einheitlicher kommunizieren? Natürlich, jeder von uns hat gehört, wir müssen schauen, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa machen. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir die Nationalstaaten vielleicht etwas zurücknehmen und mehr in regionalen Kontexten denken und mehr schauen, wie wir gemeinsam diese großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, sozusagen adressieren. Vielen Dank. Danke dir.